Willkommen bei meinem zweiten Venedig-Video. In diesem Video wird es nicht ganz so technisch wie im ersten und wir haben eine ganze Menge gemacht, was wir sonst noch nicht probiert haben. Nach einem kurzen Flug mit unserer Lieblingsfluggesellschaft sind wir dann in Venedig gelandet und haben diesmal ein Taxi benutzt zum Fahren nach San Marco. Wir sparen dadurch etwas über eine Stunde und das ist schon durchaus den Preis, den etwas überzogenen, auch wert. Ja, und es war mal eine neue Erfahrung, dort mal richtig mit hoher Geschwindigkeit lang zu fahren. Es hat echt Spaß gemacht. In Murano hat er dann etwas die Geschwindigkeit drosseln müssen und ja, es gab uns Gelegenheit, das ganze Dörfchen noch mal so ein bisschen zu betrachten. Aus dem großen Sammeltransport ist ja immer so schlecht rausgucken, weil die Scheiben ja doch etwas milchig sind. Hier hat man dann freie Sicht, weil man hinten auf dem Taxi steht. War schon sehr interessant. Ja, dann ging es weiter. Und schon ging es weiter in Windeseile in Richtung San Marco. Es ist schon interessant, das Ganze auch mal so im Anflug zu sehen, zumal das Wetter auch mitgespielt hat. Nach der Ankunft haben wir natürlich wieder unsere altbekannten Orte besucht. Wir haben alle Sehenswürdigkeiten natürlich wieder angeschaut, wie jeder Touri. Sind auf allen Plätzen gewesen, die es zu besichtigen gab, wie sich das gehört. Auch solche Highlights wie Café Florian. Ob Academia oder Rialto, es waren alles unsere bekannten Punkte und wir haben auch alte Bekannte wieder getroffen, die uns gleich angeschaut und begrüßt haben. An der Rialto war natürlich immer wieder viel los und es ist ein hektisches Treiben, was dort abgeht. Es ist wunderschön. Dann noch der Fischmarkt, der immer wieder einen Besuch wert ist. Und wir haben auch die Installationen besucht, die noch von der Biennale übrig waren. Wir waren an versteckten Plätzen, die wir immer wieder besuchen, die uns das wahre Leben Venedigs zeigen. Kleine Seitenkanäle. Und dann waren wir am Arsenale. Jeder hat so seinen Angstgegner, meiner heißt Arsenale. An diesem Tor bin ich schon so oft gescheitert. Wir sind dann weiter rumgelaufen, haben die Quest Tuna von Kommissario Brunetti besucht.
wie wir es immer tun, und haben dabei einen ganz versteckten Weg entdeckt. Hinten an der Außenmauer entlang vom Arsenale, und dann war es soweit. Endlich standen wir innen im Arsenale und konnten uns die Produktionsstätten der großen Galeerenfertigung anschauen. Wie ich das schon immer wollte, seit ich das erste Mal im Musée Correr über diese Geschichte vom Arsenale gelesen und gehört habe. Es ist beeindruckend, wenn man das sieht. Es sind wahnsinnige Vorbereitungen notwendig gewesen, um eine solche Produktion zu starten und durchzuführen. Nicht umsonst war Venedig eine der Weltmachten zur See in ihrer Blütezeit. So oft am Tor gescheitert und endlich drin gewesen. Nach diesem Highlight haben wir uns natürlich weiter noch die ganzen Sehenswürdigkeiten Venedigs angesehen und haben uns auch kulinarisch verwöhnen lassen. Hier nochmal einige Ansichten. Am Fischmarkt sitzt man sehr gut in den Gaststätten und hat einen schönen Blick auf den Canale Grande. Hier ist nochmal ein Anblick vom Fischmarkt. Und wie gesagt, auch kulinarisches Neuland. Meine Frau hat das erste Mal schwarze Nudeln probiert. Wenn euch meine Impressionen von Venedig gefallen haben, dann macht ein Like unten dran. Wenn ihr wissen wollt, wo wir noch alles hinfahren und wie wir uns dort fühlen und was dort los ist, dann abonniert meinen Kanal. Bis dann und tschüss.